Ich muss klatschen. So. Und mal wieder mit so angefangen. Lars' jugendliche Freundin kocht sich gerade noch Frühstück. Zugefrau, sagt er immer. Aber, ja, ja. Aber, reine Mache-Frau. Ja, so sagt man es. Kennst du Tote tragen keine Karos? Dead Man Don't Wear Plate? Mit dem sehr lustigen Steve Martin. Steve Martin. Und ja, wie es um die immer essen geht, irgendwie so ein, danke, das ist so ein Film, aus der so aus Original Film Noir, glaube ich, Szenen zusammengeschnitten ist. Ja, genau, genau. Und er ist ein Detektiv. Er ist ein Detektiv. Ja, und ganz schlechter Detektiv. Schlechter Detektiv, aber ja, natürlich wird alles gut. Ist das zu nah dran, meinst du? Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Ja, okay. Ich habe diese Angst, mich jetzt noch näher so... Weißt du, ich glaube, dass die Leute dankbar sind. Sind die Leute dankbar? Ich glaube, die Leute sind dankbar, wenn sie uns sind dankbar. Ja, sie sind sowieso dankbar für den Podcast. Ja, ja, weil ja, wir ja Podcast, ich sage Podcasters auf Instagram. Die Faust. Die Ghetto-Faust. Ich habe mich... Das Taunuswasser steht hier ein bisschen im Weg bei YouTube. Da macht er nix. Ja, wir sind ja auch auf YouTube. Hallo Leute. Ach so, gerne. Natürlich. Hallo Leute bei YouTube. Aber ich habe sowieso das Bedürfnis, weil, ich meine, man beschäftigt sich ja, jeder beschäftigt sich im Moment mit irgendwas. Ich beschäftige mich im Moment tatsächlich relativ professionell. Wir haben da einen ganz guten Kontakt, nämlich die Frau von unserem Techniker, die Anja, sei mal gegrüßt an dieser Stelle. Oder? Die macht das nämlich professionell. Also deren Nachnamen er angenommen hat. Ja, gut. Verräter an dem... Verräter am Mann. An den Männern. Also, ich muss sagen, ich hätte es nicht gemacht. Das ist Verrat. Das ist fast so schlimm wie der eine Song von Revolverheld. Ich lass für dich das Licht an, auch wenn es mir zu hell ist. Ja. Ich gebe dir kochen, auch wenn ich es nicht mag. Das ist Verrat am Mann. Ja? Verrat am Mann. Gerade in den heutigen dir Zeiten. In die schlimmsten Schnulzen. Hauptsache, du bist da. Ja, so tut mir leid. Nee. Tut mir leid, dass ich geboren bin. Ja, ich bin so froh, dass du mit mir zusammen bist. Ja, voll ätzend. Also fast schlimmer als unser Gesundheitsminister. Hauptsache wieder hingedengelt. Fast schlimmer als du meinst. Wieso gesundet? Sind wir jetzt beim Jens Spahn? Wir sind doch der Andi Scheuer. Ja, Andi Scheuer, Hate Squad! Aber die beiden machen doch zusammen jetzt die Verteilung vom Vakzin. Die Force. Vakzin. Ich habe heute tatsächlich. Ich habe die Vaccine Force. Hört sich an wie so ein richtiger Hardcore-Porno. Ja, ja, das stimmt. Vaccine Force. Aber er hat geschwafelt. Also, wenn unserem Spanier nichts mehr einfällt, tut er ja irgendwelche Fremdworte raus, ne, und findet sich dann super. Heute hat er gesagt, also die Kontrolle des Impfstoffs, da hat er ein Fremdwort. Vakzinovigilanz. Wow, meinst du, das hat er auswendig gelernt? Die Vakzinovigilanz. Also, ne, das kommt aus dem, ne? Also, Vakzin kennt man ja mittlerweile, aber die Vigilanz ist natürlich die Wachsamkeit. Deswegen heißen im Italienischen die Feuerwehrleute die Vigilante del Fuoco, die Wächter des Feuers. Ich mach doch Italienischkurs und ich wusste das gar nicht. Ja, Vigilante ist der Wächter, das weiß man. Vigilante, gut, da habe ich wieder was gelernt. Vigilante. Ich habe den Flugmodus an. Du hast ihn auch? Total professionell. Ich habe ihn schon zu Hause angemacht, dass ich hier nicht vergessen kann. Ich möchte wie Frauen. Wahnsinn. Also, ich möchte kurz ein Wasserfall. Also ich werde heute mal die Gelegenheit ergreifen und 2-3 Minuten, weil ich glaube, das bringt vielleicht sogar auch anderen was. Ich habe busy was gelernt in Sachen Social Media und wie das am besten umzusetzen ist, denn so hassenswert ja Social Media auch ist oder so nervig teilweise auch, es ist halt einfach scheiß wichtig und es ist das Sprachrohr und die ist unser Schaufenster. Gerade in Zeiten wie diesen, wo man kein anderes Schaufenster zur Verfügung hat und wo man vom Fernsehen geschnitten wird. Ja, so genau. Ja. Und auch geschnitten. Ja, und ich bin ja mal gespannt. Wir sind ja, da bin ich ja mal happy. Wir sind nominiert. Kommen gleich zurück auf die, das wollte ich nämlich gerade sagen, da wollte ich ja gerade drauf hinauskommen, dass wir unsere Followership, unser Fantum, unsere Folgeschaft, macht mal ein bisschen Druck, dass wir mal einen Preis kriegen oder dass wir endlich mal wieder ins Fernsehen kommen. Ich will ins Fernsehen, ich weiß nicht. Was gibt's denn im Fernsehen? Ach, irgend so eine Promi-Quiz-Show hätte ich Bock spielen. Wir sind ja beide nicht die Dümmsten. Wir kennen ja schon ein bisschen. Und das bringt uns dann... Na, gar nichts. Ich hätte einfach nur Bock drauf. Ja, klar, stimmt. Also ich hätte, stimmt natürlich. Bock. Weißt du, worauf? Ich hätte mehr Bock... Turmspringen. Ich hätte mehr Bock auf die Sache, also den Firmenausflug, die Geschäftsreise, nenne ich es jetzt mal, den geschäftlichen Termin, da hätte ich mehr Bock drauf als auf die Sache an sich. Die machen wir ja eh gut und professionell, das weiß ja jeder. Nur einfach mal, keine Ahnung, zu irgendeinem TV-Termin nach Hamburg oder München
fahren dann schön ein paar halbe, also in Hamburg jetzt nicht paar halbe, nennt man sie da ja nicht, nein, aber na, B-52s. Ja, schön ein paar helle in München dann nach der, vor der Aufzeichnung. Schön, also auch echte Hamburger Biere, Spaten oder ja, Augustine oder genau, so. Genau, ja, ein richtiges Hamburger. Hamburger Bier, so ein Hamburger Schnackbier. Ja, genau, ja, zum Flensburger. Vielleicht haben sie es sogar in der, ja, vielleicht haben sie Flensburger. Aber dann halt auch in der Originalgröße im Maß. Ja. Ne? Muss Flensburger ja, Maß, immer. Maß, Flensburger. Also Flensburger, bestelle ich in Hamburg auch immer bitte ein Maß. Bin, klar, dann, wenn du dann Flensburger bestellst, ist automatisch das ist Maß. Auch so geil, wenn man in diese total verrückten, diese... Die Hamburger Kneipen. Nein, ich rede jetzt von den Kölner, von den Kölner Kölschkneipen. Es ist so geil, da einen Pilz zu bestellen, ja, einfach weil es so ein Spaß macht. Ja. Das ist so ein Spaß. Die springen ja immer wie drauf. Die da drauf hüpfen, ja, mit diese Kölschkerner. Ja, ja, ja. Die Kölschkerner, ja, ja, so. Das war ja perfekt. Ach, jetzt habe ich wieder, ich wollte doch gar nicht so gut. Übst du weiter oder was? Ich kann alle Dialekte. Nein, aber alle Deutsch kannst du nicht. Doch, natürlich. Das ist ja der Wahnsinn. Das war jetzt sechs, ehrlich. Ja, ja, das war also bayerisch? Gut. Ne, das hieß, kann ich etwas zum Mittagessen bestellen? Nee, das hieß, wo geht's denn hier zum nächsten Leberkäsebrötchen-Metzger? Ah, alles klar. Ja, genau. Hast du verstanden? Ja, klar. Dann gibt's natürlich, oh Gott, laufen wir? Natürlich, ja, laufen. Yeah. Um Gottes Willen. Leute, es ist, ich bin ja wie so ein Hund, der mal gebissen wurde, sagt ich man. Ich auch, ja, ja. Also, wenn, traumatisiert. Weil es ist uns zweimal schon passiert, dass auf das Scheißgerät, also zweimal bin ich mir ganz sicher, einmal in Kiel im Hotel und letztens wieder. Ja, und unser allererster Podcast war auch ein Mieselung. Da haben wir auch eine halbe Stunde gesprochen und dann hat es nicht aufgenommen. Kannst du dich erinnern? Aber ist ja egal, wir waren ja eh total voll. Ja, und den hat ja auch niemals einer gehört. Ja, genau. Ja, weil wir nicht eingestellt haben. Ja, weil er halt, wir waren zu betrunken und das wollten wir nicht als Visitenkarte, als erster Podcast. Ja, und er hat ja auch die erste halbe Stunde nicht aufgenommen. Genau, und war nur Viertelstunde halt. Na, wir haben wieder neu angefangen, aber da waren wir natürlich dementsprechend noch eine halbe Stunde noch voller. Ja. ich habe gestern, ach weißt du, wie ziehe ich denn das jetzt auf? Ohne, das soll ja auch nicht zu theoretisch und es muss ja immer alles so lustig sein. Das darf ja gar keine... Vielleicht baust du die Brücke hin zurück zu dem, was man mit den Social Media, was die Anja dir erzählt hat. Da bist du ja noch nicht fertig gewesen. Wir kamen ja eigentlich, weil dann hast du ja den Podcastpreis. Wir sind zum Deutschen Podcastpreis vorgeschlagen. Wir sind nominiert für den Deutschen Podcastpreis. Ich glaube allerdings dann Kategorie Comedy, oder ist das? Vermutlich. Also wir jetzt nicht Lebenshilfe. Nominiert. Ja. Also Lebenshilfe machen, oder? Doch, bisschen Lebenshilfe schon. Vielleicht aber jetzt auch. Heimwerker nicht. Doch, obwohl wir mit dann mal deine Heizungsaktion... Halt so Corona, also alles, so also Corona-Podcast. Also vielleicht... Ja. True Crime gibt's auch. True Crime. Podcast? Gibt's? Ja, gibt's. Machen wir auch, wir erzählen auch, dass wir... Ich hab ja auch schon mal Gummibärchen geklaut. Ja, ja, ach, das, ja, natürlich. Ja, ist ja True Crime. Ja, ja, ich habe im Hertie mal geklaut. Ehrlich, ja. Bist du erwischt schon? Nee. Gut. Nee, war, das war, also war ich 14. War eine Tischlampe. Also Schreibtischlampe. Gibt auch leichtere Sachen zu klauen. Das kann ich nur sagen. Das stimmt. Also es gibt leichtere Sachen zu klauen. War eine Tischlampe. Und ich weiß, wenn ich jetzt drauf kommen würde, was mich da geritten hat. Also ich meine, meine Eltern, wir waren ja ganz normal situiert. Reiche Leute. Also jedenfalls, meine Eltern, mein Vater hatte einen Beruf und der hätte ich gesagt, Papa, ich brauche Tischlampe. Warum habe ich eine Tischlampe? Das kann nur der Kick gewesen sein. Nur für den Kick, für den Augenblick. Tic-Tac-Tau. Ja, du kannst zwei super Schauspieler. Die anderen zwei, sie in den Tod getrieben haben. Ja. Nein, da ist keine. Da, die sind alle noch. Nee, die eine hat sich doch aufgehängt. Nein. Ach Quatsch, Erzählst du denn? Ab der Freund von der. Ja, ab der Freund, in den 80ern. Ja, 70ern. Nein, ja, es tut mir leid, wenn das ein bisschen falsch in meinem Kopf ist. Nein, überhaupt nicht. Nein, das ist ja nicht gestorben. Schlimm, das ist ja auch nicht schlimm. Ich will ja nur, also man muss, ich finde. Was wahr ist, muss wahr bleiben. Und das ist wirklich, das war wirklich nur so rausposaunt. Das war wirklich. Es ist ja auch gar nicht schlimm. Nur, also von Tic-Tac-Toe sind alle alive. Ja, ja. Also auch haben die noch so geflochtene... Dreadlocks. Nee, klar. Geflochten sind das auch Dreads oder sind nur diese verfilzten Dreads? Dreads sind verfilzt und das andere halt auch im Namen. Ja, also ich kenne nur twerken. Twerken ist, wenn du mit dem Poppes so... Wir haben ja letztens getwerkt. Ist auch sehr gut angekommen. Ist gut, ja. Ja. Sollten wir es nochmal machen vielleicht? Haben die Leute gesagt, twerkt doch nochmal für uns auf YouTube. Also du kannst gerne nochmal twerken. Ich bin jetzt zu faul.
So, super getwerkt. Kann man eine Hand twerken. Ich twerke mit der Hand. Tja, genau. Okay, ich finde es wirklich spannend, weil dieses Social Media ist halt ein Thema. Ich meine, man macht sowieso und wenn man es macht, sollte man ja versuchen, es so gut wie möglich zu machen. Und bei uns ist es ein bisschen unstrukturiert. Und das strukturieren wir gerade. Da wird man wahrscheinlich außen gar nicht so was Richtiges merken, beziehungsweise strukturieren und machen es auch besser. Die Leute, die uns folgen auf Instagram, was im Grunde jeder sein sollte, der diesen Podcast hört, einfach weil es ja sehr lustig ist. Und einfach jetzt, mal auf den Daumen hochklicken. Ja, und weil es jetzt einfach auch noch viel besser wird. Genau. Ja, natürlich. Jetzt nur mal ein Beispiel. Ich finde es ganz interessant. Ich habe ja, bisher war meine Information, man hat sich ja auch immer informiert mit Leuten unterhalten, war alles auf Facebook und Instagram raushauen, was es gibt. Hier, zack, Foto, Instagram, hier, tolle Blumen, Instagram. War vielleicht vor einem Jahr oder zwei auch noch so. Möglicherweise, ist aber nicht zielführend, weil man möchte ja, dass der Instagram-Account beliebt ist. Und natürlich. Das möchte man ja einfach, kann man ja mal ganz offen drüber reden. Das macht man ja, nicht Instagram. Mir macht es auch Spaß auf der einen Seite, aber man macht es ja auch, um eine Reichweite zu haben und die zu generieren. Und jetzt, oder ja, und das ist ja auch noch so, also wenn man dann tatsächlich ab einer gewissen Follower-Anzahl, ist man dann ja auch für Werbung und so attraktiv. Ja, auf jeden Fall. Also, das hat ja bei uns auch schon funktioniert. Genau. Wir haben ja jetzt immerhin 13.000, das ist für viele ein Fliegenschiss, aber es ist immerhin über 10.000. Das heißt, es ist wahrnehmbarer Bereich so ungefähr. Genau, ja. Und da können dann auch Folgeaufträge aus jetzt für eine Werbung oder so. Also nur mal ein Beispiel. Rauskommen. Mit diesem alles auf Instagram habe ich gesagt, okay, mache ich. Und was weiß ich, einmal die Woche habe ich dann habe ich mich halt zum Beispiel beim Joggen gefilmt, ja, und drunter geschrieben, Hashtag Joggen. Ja. Ja, ist aber nach meinem neuesten Kenntnis oder neu erworbenen Kenntnis, bringt wirklich gar nichts. Es ist einfach nur, das interessiert keinen. Das hat nichts mit Mundstuhl zu tun. Das ist nicht witzig. Das ist einfach nur, du Lars, busy beim Joggen. Das bringt nichts. So, jetzt neue Strategie. Andi joggt. Und das ist so geil beim ersten Mal an. Dreckswald, kann ich schreiben, hier aus. Schlepp ich hier die Dreckswampe durch den Scheißwald. Ja. Könnte ich gerade wieder ausrasten, Drecksvögel. Ja. So, der Andi joggt. Drecksbäume. Das ist Drecksbäume. Scheiß Chlorophyll und das dreckige Sauerstoff, der so, die lange Füllung. Ich habe das vor ein paar Tagen, man kann es jetzt nicht mehr sehen, weil Stories sind ja nur 24 Stunden, habe ich das gemacht. Das ist so gut angekommen, das ist echt lustig. Ja, also wir haben tatsächlich drüber gesprochen, es wird auch bei mir eine wöchentliche Rubrik geben, ich erzähle einfach einen Witz. Ja, genau, also ich habe echt Witz viele oder Dienste auch, Witz oder einen Mittwoch, wann auch immer. Genau. Aber weil die Leute freuen sich auch auf eine Regelmäßigkeit. Das ist es nämlich, was ich jetzt als nächstes, so ein regelmäßiges Ding, zum Beispiel sonntags kommt die Vorschau auf den Podcast, YouTube. Auf den YouTube-Podcast heißt es, glaube ich, am Montag. Montag kommt, wenn es geht, nochmal eine Vorschau und dann hat man so... Samstag kommt dann der Post für den eigentlichen Podcast, also eben auf genau, den, also Audio-Podcast. Ankündigung, dann gibt's den Witztag vom Ande, dann gibt's der Andi joggt, dann gibt's den Throwback Thursday, sodass man ständig irgendwas liefert, was den Leuten auch Spaß macht. Aus dem Kerngebiet. Und da muss ich sagen, ich will kurz drauf, das ist natürlich, jetzt machen wir ja den Mundstuhl-Instagram schon irgendwie 3 Jahre. Jetzt habe ich ja das neue Projekt Alan Oaks. Und das Coole ist, da kann ich es direkt ein bisschen, da habe ich es viel einfacher, weil Alan Oaks Music, da mache ich ja nur Musikinhalt. Ja. Also das ist viel einfacher, weil wir sind immer zu zweit, wir sind unterwegs. Wir haben verschiedene Charakterpärchen, vieles ist genau, witzig, wir genau. sind für vieles bekannt. Und genau, und bei Alan Oaks Music, wo ich mich übrigens auch freue, wenn ihr mir bei meinem Musikprojekt folgt, da ist es relativ einfach, weil das ist so monothematisch, da macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn ich den Staubsauger fotografiere, was Witziges drunter schreibe, macht ja gar keinen Sinn. Das ist nicht, also... Das Wichtige ist, ich bin da ja noch dran, aber momentan im Kerngebiet, ja, also genau. Man in dem
Kerngebiet bleiben. Ja, und, also wenn man Wrestler ist, dann macht man halt auch keine Eislauf-Posts. Genau, was natürlich aber auch geht, wir kündigen im Mund, das kam ja auch super an, wir kündigen im Podcast an, hier, ich kann super Rauchmandeln machen und dann mal Rauchmandeln zu machen auf Instagram, macht auch Sinn. Ja. So, ich wollte es nur mal loswerden, weil man, ich meine, man beschäftigt sich ja nicht mit so viel im Moment und wenn man dann so Sachen im Kopf hat, kann man sie auch mal im Podcast raushauen. Ich spiele mit dem Gedanken, mir ein Z4 zu kaufen als Jahreswagen. Ach komm, ja, das ist doch... Ich hab keinen Bock mehr, mich nervt das wie die Sau. Ich habe ja wirklich ein Jahr lang praktisch kein Geld ausgegeben. Also weil man kann ja weder sich was kaufen, man kann kein... Ja, klar. Es geht halt nichts. Ich habe ja sogar noch die Hosen von vor 3 Jahren. Ja. Ich habe ja nicht mal eine Hose gekauft oder ein T-Shirt, nichts. Hast du, ja. Und da habe ich ja auch Geld gespart. Und jetzt bin ich am Überlegen, ob ich mein altes, in Anführungszeichen, 17 gebaut... 18 gebaut, ist doch ob ich mein altes Auto in Zahlung gebe und mir einfach für ein paar Mark drauf lege und mir so ein Z4 kaufe, aber in der Farbe. Ich habe Bock nicht auf Anthrazit oder Schwarz oder dunkelblau Metallic, ich habe Bock auf Hellblau oder Rot oder Orange. Oder BMW hat ein geiles Hellblau, muss man mal sagen. Ich meine, man kann doch jetzt auch nicht, muss man sich nicht für schämen, wenn man mal das Auto tauscht. Ja, nein, also, nein, natürlich nicht, aber dann ratzfatz kriegt man wieder vorgeworfen. Hast du einen Shitstorm mal? Geht's wohl zu gut. Ja, und hier Autos verbrauchen Benzin. Ja, genau. Ja. Aber nicht, wenn man nur 1000 Kilometer im Jahr fährt. Ja. Mehr sind es im Moment bei mir nicht. Das ist halt das Krasse. Das ist wirklich so. Habe ich dir mal meine Rauchmandeln zum Kosten? Nein. Hast du denn, tatsächlich kostbare Rauchmandeln? Also, da kommt wahrscheinlich kostbar her. Ja. Wenn etwas Kostbares, etwas Probierwürdiges. Ach, mach dir doch nicht so. Lars, normal drückst du mir sie auch einfach so in die Hand, bloß weil jetzt hier die Kamera läuft. Ich muss noch ein paar. Ach, die sind aber echt geil. Also weil die sind auch schöner geworden. Ja, ja. Weil eigentlich sind die ja so ein bisschen eingeschrumpelt schon, wenn du die. Oh, sind die nicht geil? So hast du eine gebrannte Mandel. Ja, sind ja gebrannt. Ja, aber. Also die Rauchmandeln an sich haben nicht. Ach, übrigens, wir haben wirklich gut. Ich habe gestern eine Umfrage nochmal, haben wir nach ewigen Zeiten mal wieder gemacht, auf Instagram in der Story. Ne? Doch, Story. In der Story. Na klar. Kann ich nämlich ärgern. Keine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Vielleicht. Große nach 9 Monaten. Es ist halt so scheiße. Also so ein paar. Ob nicht Leute mal wieder ein paar Anregungen haben für den. Kam das zurück? Nein. Doch, sehr, sehr, sehr viel. Natürlich, klar. Unter anderem, ich habe schon ein bisschen drüber gelesen. Wir sollen es doch bitte vermeiden, beim Podcast zu essen und zu schmatzen. Okay, ja. Danke, verstehe Mama. Ja, Mutti. Erinnert mich schon busy an früher. Ich finde es aber nicht schlimm, ist bestimmt ganz lieb gemeint. Das scheint zu nerven, wenn man solche Geräusche beim Vielleicht, das kann sein. Kann sein. Aber ich bin ohne Mist, vor dem Hintergrund, dass ab 1 der Abend ein Hammer war, zum 2. wir mal wieder einen Abend verbracht haben miteinander, zum 3. es super angekommen ist in der Community. Ich muss mal gucken, welche Knight Rider-Folgen online stehen. Ja. Also bei YouTube oder so gibt es ja auch ganze Folgen. Und dann nehmen wir so eine, die für jeden zugänglich ist. Es hat uns einer auf Instagram geschrieben, genau das machen wir. Wann kommt endlich Knight Rider? Und derjenige, ich habe letztens wieder geweint beim Knight Rider. Ich weine, also aber nicht, weil der Kid wieder krank war. Nein, der Kid war... Kid hat nur noch... Da sind mir die Tränen... Wasserfall gleich. Also, wie so ein Wasserfall auf Island. Ja, ich habe nur wieder schon... Ich weiß nicht mehr. Da habe ich schon Rops und Wasser geflammt. Es ist halt das Bescheuertste, was es gibt. Und es ist The Night Industry 2000 Kid. Das ist eine Abkürzung, KIT. Night Industries 2000. Nee. Weil der nämlich aus der 80er Jahre. Das gibt ja heute nichts Rückschrändigeres mehr. Kannst du dich an die Blume 2000 erinnern? Hashtag Werbung. Ja, ja. Früher hatten wir ja Video 2000. Also alles, was mit 2000 das war future-mäßig. Wahnsinn, genau. Ich kann mich noch an Geno 2000, die Genossenschafts-, also die deutschen Genossenschaften, hat sich irgendwann in den 80ern sich überlegt, hier, wir gehen voll in die Future, voll in die Zukunft. Geno 2000. Yeah. Ja, und jetzt der größte Scheiß. Ja, also ohne Mist. Hätten wir doch gleich 22.000 machen können. Oder 2100. Da wären wir sicher gewesen. Da wären wir auf der sicheren Seite gewesen. Hm. Nee, aber es gibt nichts Älteres als 2000, aber deswegen ist The Night Industries, Night Industries 2000. Also, bei uns hieß er Kids. Ich habe
Ich habe das ja gar nicht. So scheißsalzig. Ich habe das noch gar nicht. Ich muss mal was trinken, Entschuldigung. Alles gegessen und getrunken und geschmatzt und geschlürft. Das kostet uns Follower. Ja, das stimmt. Das ist schlecht. Oh. Das ist ganz geil. Wäre auch so eine richtige Social-Media-Beratung, die dann alles einem so kommentiert. Also das mit dem Schmatzen, das war wirklich, da müsst ihr abstellen. Das müsst ihr abstellen. Da müsst ihr mal so. Bro, es gibt ja auch Manager, die so sind. Also wir haben ja oft genug bei Kollegen erlebt, wie teilweise diese armen Kollegen von ihren Managern gegängelt. Also das musste machen, jenes musste machen. Ich meine, man kann es ja vorschlagen, dann kann man klar immer noch überlegen, ob man es. Aber man muss da nicht sagen, umsetzt. So ein Diktator. Aber das hätten wir auch nicht mit uns machen lassen. Also da sind wir einfach nicht der Schlagmensch dazu. Also wir haben ja selber einen Kopf, der denken kann. Und wir wissen auch selbst, was man erreichen kann. Klar, also ich glaube wirklich, dass wir das ganz gut, wie soll ich sagen, umreißen, was machbar ist und was nicht. Und deswegen haben wir natürlich einen eigenen Kopf. Ist ja klar, wir machen das ja auch schon 25 Jahre. Ich meine, das ist ja jetzt nicht so ist es. Ja. Soll ich mal kurz bei uns auf Instagram gehen? Ich muss natürlich. Ach, du meinst jetzt einfach mal gucken, was so geschrieben wurde. Soll ich das mal machen? Ja, natürlich, dass wir was Schönes haben. Ja, also ich gucke mal, ich müsste jetzt natürlich. Also Flugmodus hast du natürlich aus. Flugmodus habe ich natürlich. WLAN hast du jetzt an. Das WLAN habe ich jetzt natürlich an. Ist ja klar. Und Gott, nein. Guck mal, ich habe ein Loch in meinem. Das nenne ich mal das Street. Loch. Also das ist ein Loch. Ja, aber das würde ja, ich sag das mal kostet so. Kostet in der Boutique 450 Euro. Nein, das glaube ich nicht. Das ist eher so anders. Aber da würde ja sogar ein Obdachloser jetzt mal langsam zur Dings gehen und sagen. Du meinst, nach Fest kommt ab oder was? Nach Patina kommt Assi? Es ist Assi. Aber ich finde es geil. Ich finde es wirklich gut. Also, weil ich habe das ja auch so getragen. Also das ist ja mein, also ich finde es geil. Aber man ist ja auch eine Marke als man verkörpert ja auch. Ja, aber das habe ich ja seit 30, ja, da bin ich anders drauf. Also das wird der Gene Simmons auch von KISS wird auch sagen. Ja, aber das trage ich, da habe ich schon immer getragen. Ja, kann ja sein. Ja, aber es ist ja geil. Ich finde es voll geil. Das ist mein Lieblingsshirt. Das ist so geil anschmiegsam, so weich gewaschen mittlerweile. Das ist mein Lieblingsshirt. Ja, da ist die Grenze. Ah, das ist bei denen ja auch, weißt du, das ist doch, sieht ja genauso aus. Also sind wir ehrlich, nur dass es halt gekauft so ist und das andere ist nicht so gekauft. Sieht nicht genauso aus. Ja, also mit den Zetteln, die da runterhängen, schon. Genau wie die. Aber es gibt ja auch so Kleiderstelle, wo man das so neu sich so Kleider holen kann. Nee, das habe ich ja dann nicht selber getragen. Oder im Decathlon. Gibt's, im Decathlon, Hashtag Werbung, kaufe ich mir immer wieder. Das ist so geil. Weil ich mag ja auch keine Sachen, wo Zeug drauf steht. Ja. Also irgendwelche Namen. Das ist nicht meins. Ich laufe ja nicht Werbung für die Leute. Also ja. Sollen sie mir Geld bezahlen. Und im Decathlon gibt es Zeug ohne Branding, glaube ich. Ich habe dieses Kleidermachen, Leute, ist halt einfach was dran. Das stimmt. Und deswegen wäre mir jetzt einfach zu löchrig. Aber jetzt kommen wir zum. Es ist ja Frühling, es ist ja warm draußen. Ja, jetzt kommen wir zu. Kommen wir zu der. Man kann es ja so oder so. Ja, also ich zieh's ja eh an. Also deswegen ist es ja auch Quatsch, müßig darüber zu diskutieren. Genau. Also warum tindert Ande nicht? Da geht's doch schon weiter. Ja, weil ich das mich angemeldet habe und nie wieder auf dieser App war. Es ist mir zu bescheuert. Ich muss mich da abmelden wieder. Weiß nicht, warum ich da noch als Kartei leiche. Also irgendwie, ich habe da noch nie. Das ist mir. Ja, da passiert ja auch nichts. Da kannst du, ja, wenn es. Wenn es nicht deins ist. Ich weiß, nee. Also ich glaube, da bin ich zu konservativ. Ja. Also irgendwie, ich lerne jemanden kennen und verstehe mich am Anfang an und nicht durch irgendein Bild. Ich weiß, na, das kann man ja alles machen, nur das ist alles so viel verschwendete Lebenszeit, finde ich. Ja. Wenn man dann ich habe ja viele Kumpels, die tindern und die sagen, also zwei Drittel kannst du vergessen. Und dann hast du zwei Drittel. Also für mich ist es ja, ich finde. Es ist wirklich konservativ, aber das ist ja nicht richtiges Verlieben. Nee. Also das ist ja, klar, die Leute werden jetzt sagen, naja, man kann sich ja dann verliebt sich dann verlieben. Ja. Aber für mich ist das so busy. Also ich habe ja keine Ahnung davon. Aber das war, wie es halt war. Man trifft sich in der Kneipe und dann gibt es eine Telefonnummer. Und dann ist man ein bisschen aufgeregt. Dann ruft sie an das nächste Mal. So Schmetterlinge oder irgendwie sowas. Ja, und da wischt so ein Foto weg und dann trifft man sich. Und das ist so busy. Hier, ich suche jemanden. Ja, genau. Und der andere sagt, ja, ich suche auch jemanden. Finde ich, ja, komm, gucken wir halt mal.
genau. So, das, ist das so ist irgendwie, ich, so nein, da bin ich zu, im besten Sinne zu konservativ. Ja. Also konservativ heißt ja nur bewahrend, ist ja jetzt nicht zwangsläufig, dass das schlecht ist, sondern tradierte Sachen bewahrend. Also ich bin im besten Sinne konservativ. Und deswegen bin ich bei Tinder nicht aktiv. Nicht aktiv, also ist aber da... Aber ich bin noch, wobei, bin noch, mein Profil gibt es noch. Ich könnte dir mal, wir haben ständig eine, wie ich finde, ganz schnucklig aussehende Dame, die hat bestimmt schon dreimal geschrieben, ich weiß jetzt nicht, entweder Facebook oder... Nein, natürlich, wir haben ja keinen Tinder-Account. Sorry, das könnten wir natürlich. Vielleicht gibt es ja so Doppeltinder. Oh. Oh. Menage à trois. Ja, oder à quattro. Oder à quattro. Kennt man ja, das ist Audi. Ja. Hashtag Werbung, genau. Vorsprung durch Technik. Das sage ich auch immer. Jedenfalls haben wir so ein ganz schnuckliges Mädchen und die hat bestimmt schon dreimal geschrieben, Ande, ich will ein Date mit dir. Ach komm. Könnte man ja mal gucken. Kommt, glaube ich, aus im Raum Wieden-Mainz. Also es, jetzt müsste es auch nicht... 100 Jahre fahren. Also ich könnte, wenn du magst, würde ich da mal drunter schreiben, ja, dann... Meine Telefonnummer. Nein, ich mache dann das Spaß. Nicht. Aber man könnte da, natürlich kriegt man da über DM, das ist Direct Message, kriegt man da natürlich einen Kontakt. Also kann ich dir nur anbieten, weil jeder weiß ja, dass ich bei uns in der Hauptsache das Social Media betreibe. Und 99,9. Also praktisch so wie ein DNS-Test positiv ist oder negativ. So, also es gibt da eine verschwindend geringe Marge an Engagement. Aber das kommt, wie gesagt, ich habe auch tatsächlich die... Muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe die Macht und die Wertigkeit der sozialen Medien hardcore unterschätzt. Du mit deinen Kindern bist da ja ein bisschen mit reingewachsen und hast da ja auch die Brisanz viel mehr mitbekommen. Und ich deswegen, also ich muss mich ändern, ich werde mich ändern, deswegen kommt nicht zuletzt dieser Montagswitz. Ich mache halt einfach, wenn mir ein neuer Witz, dann mache ich den mit dem Selfie, laber dann rein und dann habe ich den auf Halde, mache einen Ordner mit Mundstuhl an das Montagswitz oder Dienstag oder keine Ahnung. Und dann habe ich raus, weil ich mache einfach. Beispielsweise, der kommt auf und rein. Ja, was denn? Ja? Ich kenne einen Witz vom Onkel Fritz, der hatte Auto ohne Sitz. Ach komm. So? Da habe ich mich totgelacht als Kind. Da war ich da in der ersten Klasse oder was, da habe ich Tränen gelacht. Es gab sowieso so Sachen, da hat man sich früher kaputt gelacht. Ich habe auch einen. Da fährst du mir nicht in die Parade. Nein, auf keinen Fall. Es geht ja jetzt eher drum, worüber, was für ein... Also früher, lieber Gott im Himmel, kennst du es schon, weißt du? Nee. Lieber Gott im Himmel, schenk mir einen neuen Pimmel. Meiner ist geknickt, ich hab zu viel. Nein, das habt ihr als Kinder gesagt. Als Siebenjährige. Nein. Und totgelacht. Ja. Nicht mal gewusst, was Geschlechtsverkehr ist, aber geahnt. Ja, klar, geahnt. Und sich kaputt gelacht über. War ja Messdiener dabei, der wusste es dann vielleicht. Ja, klar, natürlich. Der Pfarrer hat es einem ja auch erklärt. Natürlich. Was gibt der Pfarrer immer so beim Oralverkehr? Ja, mal Snickers, mal Milky Way, sagt man ja. Sorry, jetzt habe ich dir in die Parade gemacht. Das ist. Ja, man hat über was für einen Schwachsinn man sich kaputt gelacht hat. Ich kann mich daran erinnern. Ist aber heute ehrlich gesagt immer noch sehr lustig. Ich war in der Grundschule oder vierte Klasse, also ja, Grundschule, vielleicht sogar Förderstufe, fünfte Klasse, als Olivia Newton-John Xanadu hatte. Und ich habe gesagt, Olivia Newton-John. Ja, Olivia Newton-John, das kann ich. Und dann wollte mein Klassenkamerad das aber der Klassenlehrerin sagen, dass ich das gesagt hätte. Grundschule. Also, ja, vierte Klasse. Oder was mehr da ist. 10, 11 Jahre. Was für ein Scheiß. Ich bin in der vierten Klasse, ja, wenn man sich das heute vorstellt, das war ja ganz brisant, da war ja RAF, ich bin als Terrorist gegangen an Fasching. Das war das ist gut. Auch irgendwie, also auch gar nicht drüber nachgedacht mit 10. Natürlich nicht. Und Terrorist, weißt du, wie ich es gemacht habe? Stirnband. Ja. Und Jeansweste ohne was drunter. War natürlich arschkalt im Februar. Klar, wirklich arschkalt. Hast du dich erkältet? Nee. Ja, ich habe mich erkältet. Ja, gut. Und ein Kumpel von mir hatte Maschinengewehr gehabt, also so ein Plastikmaschinengewehr. Das hat auch so tuk gemacht. Geil. Ich Terrorist. Ja, das ist gut. Ich glaube, ich habe es aber schon erzählt, ne, dass ich als Fernrohr gehe nächstes Mal. Habe ich es schon erzählt? Hast du. Ich zieh den Kopf ein und guck durchs Arschloch, weißt du? Ja. So witzig. Naja, das sind Sachen, alle freuen sich, glaube ich, jetzt schon auf den nächste Frage. Montags-Ande-Witz. Ja, natürlich. Oder also, Dienstags oder was es ist da. Es ist auch nett, also es wird tatsächlich nicht so sein, dass es
Konzept gehört, dass ich immer nur so wie die Schläferz oder irgend sowas, sondern es gibt halt mal einen guten, mal einen schlechten, halt der gerade mir eingefallen ist. Den gibt's zu erzählen und wenn es den Leuten nicht gefällt, sollen sie sich einen Stock dazu stellen. Ja, natürlich. Ja, natürlich, so ist es. Ja. Und das wird eine gewisse Struktur haben, das heißt, es kommt dann immer Dienstag, Mittwoch oder irgendwie sowas, dann machen wir welche und dann werden die halt rausgehauen an dem Tag. Genau. Natürlich der Uhrzeit, wo unsere Follower am aktivsten sind, das sehen wir ja. Wir sehen ja, wann ihr aktiv seid. Das muss man sich mal vorstellen. Wir können auch, also wir haben es ja so gemacht, wir können euch ja auch in die Wohnzimmer gucken. Über die Tauben. Ja, genau. Die Tauben. Wir haben auch Tauben eingesetzt. 10.000 Tauben. Ja, ich glaube, es sind 100 mittlerweile. Also wir 100 haben viele. 1.000. Viele Tauben, ja. 100.000 Tauben, die für uns die Spionagetätigkeit machen. Nicht nur die Regierung hat Tauben. Nein, wir haben auch man Tauben. Kann sich doch auch Frau als Merkel. Kann sich doch auch als normaler Mensch Taube lassen. Also die Sabine hier, Sabine schreibt, könnte entsprechend der Vorkommnisse mal etwas politisch sein, da eskaliert ihr immer so schön. Ja, ich habe heute keine Lust. Ich mach's. Ja, also gut, vielleicht von mir aus schnell. Also es sind so viele Sachen, gerade ein Skandal. Fangen wir mal mit der UEFA an, die von den Städten in Europa eine Zuschauergarantie verlangt. Sag mal, wie arschlochmäßig kann man denn drauf sein? Die UEFA hat das Schlag nicht gehört. Die haben doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Alle UEFA-Funktionäre gehören abgezogen, abgesetzt und bei null Bezügen, keine Ahnung, auf die Straße. Das sind ja die korruptesten von allen. Die korruptesten Leute, die es überhaupt gibt, sind Fußballfunktionäre. Bei der UEFA. Oder bei der FIFA. Also Fußballfunktionäre. Wahnsinn, Wahnsinn. So, darüber kann man, das finde ich so. Und diese Scheiß-WM in Katar kommt ein Jahr später. Das werde ich persönlich boykottieren. Diese WM der Schande in Katar. Also die EM ist beschissen schon jetzt mit irgendeiner Zuschauergarantie von irgendwelchen Städten. Weißt du, die Leute dürfen nicht in die Kneipe. Klar. Die Leute dürfen aber die UEFA will diktieren, dass die Stadien voll sind. Die UEFA will Leute in Stadien. Was sind denn das für Arschlöcher? Ich bin der Meinung, die sollten halt ähnlich wie sie es in Katar machen, sollen sie irgendwelche Leute halt zwangsmäßig in die Dinger reinsetzen. Weißt du, wenn sie sterben, ist auch nicht schlimm. Könnte mich so aufregen. Ich mich auch. Aber so aufregen, noch schlimmer, ich finde tatsächlich ich finde es ein Skandal, was unsere schwarze Regierungspartei, die beiden, was die abziehen mit uns. Hauptsache, ich mache mir die Taschen voll. Da nimmt einer 650.000 Euro für ein Telefonat, was er und findet es nicht mal unanständig. Und er findet es nicht mal, ich habe nichts falsch gemacht. Eindeutiges Arschlochverhalten. Nein, eindeutiges losgekoppelt sein von der Basis und von den Menschen, überhaupt nicht mehr peilen, was die Leute antreibt. Die gehen in Sack und Asche seit einem Jahr und die anderen sagen, mir doch egal. Ja, also wirklich der Wahnsinn. Und um es kurz abzuschließen, es ist ja kein politischer Podcast, aber es war ja nun mal die Frage, das Impfdesaster. Wir müssen die Reihenfolge einhalten. Lass uns eine Arbeitsgruppe bilden über die Reihenfolge, dass die Reihenfolge eingehalten wird. Ein Wahnsinn. Die sollen es doch machen. Hier, großes Vorbild. Ich meine, ich sage jetzt nicht, also jeder, der sich nicht impfen lassen will, soll sich nicht impfen lassen. Keine Frage, bisschen unsolidarisch, aber trotzdem, streich den Satz, egal, ich renne ja auch nicht so schnell wie möglich hin jetzt, aber es gibt halt Gott sei Dank einen großen Impfwillen und das ist ja auch gut, weil nur so kriegen wir die Herdenimmunität und die brauchen wir halt. Und hier, Israel, vorm Ikea steht der Bus und rein die Spritze, da ist der Arzt dabei, so zack, die Spritze rein, viel Spaß beim Einkauf. So läuft es, so funktioniert es und nicht die Impfreihenfolge muss eingehalten werden. Nein, ich habe eben gerade auch einen Bericht im HR Info wieder gehört, da ging es genau darum, also man könne also die USA und Israel und Deutschland nicht vergleichen, weil Deutschland hätte ja eine ganz andere Impfstrategie. Da geht es ja um Testen, da geht es um Abstand, die AHA-Regeln, da geht es, weißt du, wo ich denke, Leute, habt ihr einen voll, also ich ziehe mir die Hose nicht mit der Beißzange an. Ja, und getestet wird ja auch nicht. Nee, das ist es ja auch noch. Der Ankündigungsminister, unser Gesundheitsminister, der gesagt hat, ja, und wir machen dann die ganz vielen, jeder kriegt einen Test und dann hat die Kanzlerin einen Tag später gesagt, wir müssen erstmal eine Machbarkeitsstudie machen. Wir haben das Ding seit einem Jahr. Es ist was ist denn da los? Da fragt man sich, sag mal, wie ist denn Deutschland, also wie ist, ich darf es nicht sagen, aber jeder weiß, was ich meine. Ja, es ist der absolute Wahnsinn. Ich möchte auch endlich wieder was Witziges. Ich habe keine Lust mehr. Das war jetzt der Politikteil für die liebe Sabine. Ja, Sabine. Der About Steve. Vielen Dank, hast uns schön die hast uns den Podcast versaut. Vielen Dank, Sabine. Ach, okay, jetzt kommen wir wieder runter. Aber kennst du den Witz, wie der Araber seine Familie vorstellt? Nee. Ja, das ist mein saudi-arabischer Sohn, meine saudi-arabische Tochter, ist meine Frau die saudi-arabische. Weißt du? Ja. So witzig. Ja?
Ja, ja, ist es. Ja. Der Steve schreibt, Quäse habe ich neulich gegessen, so schlecht ist der gar nicht. Nein, wir haben nicht gesagt, dass das Produkt ist nicht. Ich weiß ja gar nicht, wie er schmeckt, weil ich ihn wahrscheinlich wie ein Handkäse niemals kaufen würde. Nein, ich wegen des Namens. Ja. Aber die haben wegen uns, meiner Meinung nach, es gibt eine neue Quäse-Werbung. Ja. Die Quäse-Werbung, Hashtag Werbung übrigens, ist nicht so mehr so. Ist nicht mehr diese in pink gekleideten Jogger, die dann im... wie man sich so einen Jogger vorstellt. Ja, genau. Die dann in der mittleren Küche, Alters auch. Also die dann in der Küche sitzen. Ja. Und, ich habe schon viel trainiert, Quäse. Naja. Ja, also nochmal... Aber er hat halt. Meine Matratze kostet nur 100 Euro. Ja, aber die Werbung wirkt ja offenbar. Man redet da ja drüber. Wobei, ja, habe ich das. Oh, yes, I'm ready. Ich hab das war das Gleiche. Also, das ist mir halt auch. Oder was? Ach, da gibt es Tausende von Werbungen. Ich habe es im letzten Podcast schon gesagt. Ich möchte nicht mehr aus. Ich verlange, dass vor den Nachrichten, im Moment schaue ich fast jeden Abend Nachrichten, weil man glaubt, was Neues zu erfahren, was hier überhaupt niemals passiert, außer vielleicht einmal im Monat oder so. Ja, wenn halt beschlossen wird, dass der Lockdown verlängert wird. Genau. Ja, also dann gibt es was Neues alle 3 Wochen. Das weiß man ja vorher auch schon. Aber eigentlich gibt es ja nichts Neues in den Nachrichten, weil ja auch überhaupt über nichts mehr berichtet wird, außer über irgendeinen Scheiß mit Corona. Und ich verlange von der ARD, ich zahle dafür Gebühren, ich verlange, dass ich nicht 15 Sekunden vor den Nachrichten mir die Durchfallgeschichten von irgendwelchen Leuten anhören muss. Ich verlange es. Ja, das ist ein Skandal. Ich verlange es. Ich will nicht von so einer 70-Jährigen hören, dass sie sich fast in die Hose gekackt hat mit ihren Scheißblähungen. Das interessiert mich nicht. Das ist busy so. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich ein Mann bin. Aber auch Scheidentrockenheit interessiert mich gar nicht. Dass das dann juckt. Interessiert dass das, ob das dann juckt oder was, keine Ahnung, was dann passiert, wenn die Scheide trocken ist. Ja, aber ich habe keine Scheide. Ich will keine Scheide und die Problematik einer Scheide interessiert mich nicht, Herr Commander. Ja. Zumindest muss man sich das ja, da kann man ja noch wegschalten, aber 20 Sekunden vor... Ach, da kann man nicht wegschalten, oder? Nein. Weil ich es gesagt habe. Nein, weil die Scheidentrockenheit... Nein, aber man ist doch 20 Sekunden vor den Nachrichten, sitzt man halt vorm Fernseher. Ja, natürlich. Denn wenn die Scheidentrockenheit kommt, dann bin ich beim Masked Singer oder was, ja? Dann, oder bei den Flatulenzen. Ja. Also jedenfalls, ich erwarte, dass dieser Aufruf erhört wird von... Wir sind ja immerhin... Dieser Podcast wird präsentiert von SWR3. Das ist ja auch SWR3, also der SWR gehört ja zu den öffentlich-rechtlichen... Eine Sendeanstalt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. So sieht's aus. Und deswegen erwarte ich als offizieller, wie soll man sagen, als offizieller Podcaster der öffentlich-rechtlichen Sender. Wir sind ja auch in der ARD-Mediathek. Wir sind in der ARD-Mediathek, es war ja auch so geil. Ja, oder Rollenköpfe. Wie ich vor... Oder? Ja, oder Rollenköpfe. Ich erwarte vom Intendanten der ARD, dass wir als Repräsentanten des öffentlich-rechtlichen Medienwesens hier gehört werden. Ja. Stoppt die... Durchfallwerbung. Kurz vor der Tagesschau. Kurz vor der Tagesschau ist. Sonst Rollenköpfe. Es ist eine. Es wird nicht ohne personelle Konsequenzen. Ja, das finde ich das Geilste. Das hat ja der andere da, der komische, der aussieht wie ich, der von die Allestester. Also der. Wir sind schon fast wieder drin. Ja, natürlich. Was? Ja, na klar. Aber der hat doch, der sitzt doch dann immer bei, die Allestester, wo auch immer das ist, RTL2. Der hat da ja gesessen. Und der Rollenköpfe, der meint es ja auch ernst. Der, glaube ich, der hat ja nicht, der glaube ich, der leidet Busy an so, der glaubt, dass er echt ein Star ist. Also, weil er halt der Allestester ist. Ja, ja. Und dann, und wie der Star, und dann rollen hier Köpfe. So. Okay, das ist natürlich, aber ich finde immer den, der Spruch dann Rollenköpfe, ist immer klasse. Das ist top, klasse. Weil die Leute ja auch dann denken, habe ich morgen meinen Job noch vielleicht. Ja, natürlich. Ja? Jetzt haben wir uns hier verlabert, das ist ja der Wahnsinn. Der Podcast ist schon 38 Minuten lang. Ich hätte jetzt gesagt 24 Minuten, ehrlich, ohne Scheiß. Deswegen habe ich vorhin drauf geguckt, ich habe bei 37 drauf geguckt, deswegen hätte ich bei 38 gewusst, dass 38 ich bin. Ich muss noch eine Geschichte erzählen. Ich glaube, Corona macht die Leute mittlerweile auch verrückt. Ich war wieder joggen im Wald. Ich habe übrigens wieder einen Andi aufgenommen im Wald. Diesmal heißt er nicht Scheißwald, sondern Scheißvögel. Ja. Ich glaube, der wird dann immer heißen Scheiß irgendwas. Ja, Scheißblätter, Scheißwurzel.
scheiß Weg. Ja. Scheiß Joggen. Scheiß Waldgeruch. Scheiß frische Luft. Scheiß Sonne. Ja, das wird echt geil. Das macht viel mehr Spaß. Jetzt macht mir das auch Spaß. Ich habe ja immer gedacht, oh, das okay. Joggen macht ja Spaß. Nein, aber das Posten. Ja, na klar, nein, das Joggen. Ich, ja? Also klar. Nur kurz, und da bin ich halt angejoggt gekommen und vor mir ist einer gelaufen, ganz normal. Der dreht sich um, weil er hört mich wohl keuchen, also schwerstens keuchen. Schwer ja. Atmen. So jogge ich. Ja, obwohl es nicht besonders schnell ist. Also eigentlich ist Laufen, spazieren gehen. Ja. Das ist das so, Anstrengendste, die Atmerei. Das nervt. Das Atmen ist wirklich ist anstrengend. Anstrengend wie die Sau, ja. Alles andere dann geht. Dreht er sich um und fängt und lacht. Ich so, alles okay? Ja, ja, doch, also, er war so ein bisschen bayerisch. Oh, es war wesenbayerisch noch. Ja, mei, das war früher in der DDR war es auch anders. So war es alles so Freiplatz. Ich so, was, wie bitte? Ich bin so stehen geblieben. Ist bei Ihnen alles okay? Ja. Geht's Ihnen gut? Ja, wie in der DDR, wo gab's nur die Blockflöten? Ne? Da gab's auch kein Corona. Gab's kein Corona bei verrückt. Ja, einen Verrückten. Ich habe Angst bekommen. Ich habe im Wald einen Verrückten getroffen. Ja. Ich bin schnell weitergejoggt. Ja. Da bin ich aber schnell gewesen dann. Und deswegen hast du jetzt auch das Messer gekauft. Ja, das Messer, dass ich mich zur Wehr setzen kann. Ja, gegen die Corona-Zombies. Ja, im Wald. Ja, Corona. Wald. CZIW. Corona-Zombies im Wald. Ja, der neue Event-Movie. Von RTL. RTL 2, glaube ich. Meinst du, also, sie haben ihn ja nett gebracht. Weil es vielleicht noch nicht der kommt ist. Noch und wir müssen noch aufhören. Sonst kriegen wir die Daten nicht mehr raus. Kriegen Sie doch nicht über mein Netz raus. Ach, alles über 41 Minuten ist das schwer. Alles klar, also, bis nächste Woche. Tschüss.